Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Film. Heute darf ich euch begrüßen aus der schönen Stadt Belgrad. Ich bin jetzt gerade gelandet, heute am 25. Mai, hier auf diesem Flughafen. Er heißt Tesla. Und hinter mir liegt schon ein Parkplatz. Das ist der Flughafenparkplatz Tesla. Und bis daher führt euch der Flughafenbus kostenlos. Das sind ungefähr 2 Kilometer. Ich bin jetzt 1 Kilometer gelaufen und bin jetzt in der Ortschaft Surcin angekommen. Und von hier aus hat man die Möglichkeit, nach Belgrad reinzufahren mit dem Bus, auch von dem Flughafen. Aber von dem Flughafen gibt es nicht so viele Verbindungen wie von hier aus. Angekommen in der Busstation werde ich jetzt meinen Weg weitersetzen mit dem Bus zu meinem Hotel, das ungefähr 3 Kilometer von hier aus entfernt liegt. Auf dieser Straße muss ich jetzt noch 500 Meter laufen, dann bin ich dort. Angekommen in meiner Räumlichkeit hier in Novi Beograd, habe ich jetzt dieses Bett hier bekommen, das kostet jetzt 11 Euro. Und ihr habt noch gar nicht gesehen, wie mein Hotel jetzt von außen aussieht. Es ist einfach ein ganz normales Haus mit einem ganz großen Hof. Und was ich jetzt hier in diesem Hotel als sehr schön fand, sind einfach die Blumen. Ich werde jetzt mein Häuschen verlassen und Richtung Zentrum fahren. Mit dem Bus mit der Nummer 610. Und mit dem Bus mit der Nummer 16 abwechselnd bin ich hierher ins Zentrum gekommen. Für den Bus brauchte man eine App, die man herunterladen muss, um dass man den Bus bezahlen kann. Und somit bin ich jetzt hier an einem ganz besonderen Platz gelandet. Das Haus der Fürstin Ljubica. Ein wirklich sehr altes Gebäude, das heutzutage ein Museum beinhaltet. Und gleich, wenn man beim Museum reingeht, hat man eine Ornamentierung aus Blumen. Und wenn ich jetzt von diesen Blumen hochdrehe, da haben wir die Altstadt im Hinterblick und mit einer wunderschönen alten Kirche. Und gleich neben der Kirche kann ich feststellen, da ist ein Haus, in dem ist das österreichische Forum untergebracht. Jetzt bin ich also in einen Park eingelaufen und da kann ich jetzt einen Fluss entdecken. Das ist die Sava. Die mündet ja in die Donau, auch ein paar hundert Meter weiter. Im gleichen Park kann man im Hintergrund schon die Festung der Stadt Belgrad sehen. Und so wie jede Festung ist diese Festung auch von einem Graben umgeben. Ich laufe jetzt einfach diesem Graben entlang und kann einfach diese Bilder genießen, einfach beim Sonnenuntergang. Es lohnt sich auf jeden Fall, an einem Abend hier entlang der Sava zu spazieren. Ich genieße nicht nur den Sonnenuntergang, sondern das ganze Ambiente von hier an einem Sommertag. Und eins darf nicht fehlen, das ist einfach das Wahrzeichen dieser Stadt, das Monument Pobednik. Genau vor diesem Monument fließt als die Sava in die Donau. Und hier haben wir jetzt beide Flüsse vor uns. Und bevor ich diesen Ort verlasse, richte ich nochmal einen Blick auf den Fluss Sava. Wenn ich mich umdrehe, habe ich jetzt schon die Festungsmauer schon wieder vor mir und ein Tor. Über diese Brücke möchte ich jetzt laufen und etwas ganz Neues entdecken. Also ich würde sagen, dieser Platz ist einfach der schönste aus dieser Stadt. Man ist als oben auf einem Hügel und wirft als einen Blick über Pobednik, die Statue. An so einem zauberhaften Platz könnte man stundenlang verweilen und einfach die Zeit vergehen lassen.
Und das mache ich jetzt auch an dem heutigen Abend. Und da in diesem Park auch Rosen sich befinden, möchte ich die euch nicht enthalten. Somit haben wir hier rote Rosen. Ich laufe durch den Park und entdeckte einfach einen Glockenturm. Um zu diesem Glockenturm zu kommen, muss man ein Tor durchlaufen. Wunderschöne Bilder heute hier aus Belgrad. Ich muss sagen, es war kein Fehler, heute Abend einfach spazieren zu gehen, weil die Abendlichter zeigen einfach ein hervorragendes Bild. Und ich gehe jetzt bei diesem Tor durch und auf der anderen Seite des Turmes laufe ich einfach durch diesen Graben und komme einfach an ein Waffenarsenal an. Eine Ausstellung mit alten Kanonen. Ich bin jetzt wieder oben auf der Festungsmauer und kann jetzt diese Burg einfach bewundern. Die letzten Strahlen der Sonne genießen heute an dem sonnigen Tag und euch dieses schöne Panorama zeigen. Und was habe ich hier entdeckt? Es ist einfach eine Bank mit dem wunderschönen Blick auf die Sava. Ihr habt euch bloß gefragt, wieso ich denn wieder nach Belgrad gekommen bin. Also, mein Weg führte mich einfach mit einem Stopp hier in Belgrad. Es geht aber weiter. Wir werden uns diese Woche in mehreren Ländern sehen. Auf dem Weg also nach Hause bin ich jetzt an die Neustadt gestoßen und die kann sich durch die Architektur und die Gebäude hier sehen lassen. Das ist ein einmaliger Platz und ein einmaliges Gefühl, hier zu stehen. Guten Morgen, liebe Leute. Heute geht meine Reise wieder weiter. Ich bin noch immer in Belgrad, im Zentrum in der Altstadt und gerade vor mir liegt ein wunderschöner Park. In diesem Park befindet sich ein altes Gebäude, in dem eine Institution untergebracht ist. Und gerade gegenüber dieses Parkes befindet sich eine Kathedrale, eine orthodoxe Kathedrale des heiligen Sava. Und so wie man sehen kann, ist diese Kirche ganz neu erbaut. Und wenn man jetzt näher geht, dann kann man einfach die Ornamentierung sehen. Und nicht nur das, sondern an den Türen ist das Vaterunser in verschiedenen Sprachen aufgeführt. Im Inneren angekommen zeige ich euch jetzt dieses Prachtstück, das ganz bestimmt Millionen gekostet hat. Eines Tages, wenn ihr mal Belgrad besucht, dann bitte schön auch in diesen Raum zu kommen, dieser Kirche. Es lohnt sich einfach, das Gefühl, hier zu sein, in diesem Raum. Ich werde mich jetzt von diesem mystischen Ort verabschieden und jetzt auch ein neuer Ort besuchen. Und gleich entlang des Ufers des Save entsteht ein ganz neues Viertel. Ihr seht es ja vor mir. Mit richtig großen Hochhäusern, modernen Straßen und Parks. Die Zukunft wird uns überraschen. Und das Ergebnis beim nächsten Mal, beim nächsten Besuch, wird deutlich zu sehen sein. In diesen Minuten bin ich angekommen in der Ortschaft Surcin
Die liegt jetzt nicht weit von dem Flughafen entfernt. Und bis daher von den Hochhäusern kam ich als mit dem Bus mit der Nummer 601. Man braucht dafür eine halbe Stunde. Und was mir hier in dieser Ortschaft aufgefallen ist, es gibt dort viele chinesische Gebäude. So zum Beispiel haben wir viele Restaurants und hinter mir ein Casino. Da ich noch sehr viel Zeit übrig habe, habe ich jetzt beschlossen, einfach wieder zu Fuß zu laufen Richtung Flughafen. Und was habe ich hier entdeckt vor mir? Es sind einfach Mohnblumen. Angekommen am Flughafen kann man feststellen, dass dieser gerade renoviert wird und ganz neu aufgebaut und sich auch vom Inneren sehen kann lassen. So, liebe Leute, ich habe euch noch gar nicht erzählt, wieso ich jetzt hier in Belgrad gelandet bin. Also deswegen, weil der Weg hier durch Belgrad als am günstigsten war und mehrere Stops mit Wizz Air als zu meinem günstigen Ergebnis führten. Somit kostete mich der Weg von Deutschland nach Belgrad 23 Euro. Und der nächste Stopp geht jetzt nach Abu Dhabi. Wir werden uns dort sehen und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao.